Ja. Wir warten noch auf den YouTube-Stream und dann kann es gleich losgehen. So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Questclub-Mitglieder und natürlich auch alle, die das noch werden wollen. Herzlich willkommen zu unserem dritten und vielleicht auch letzten Workshop am heutigen Montagabend zum Thema Stoffwechsel. Und wir müssen natürlich super dankbar sein, dass uns noch das Homeoffice ein bisschen erhalten bleibt, damit wir noch mehr Möglichkeiten haben, uns mit unserer eigenen Gesundheit, unserem Körper und unserem Wohlbefinden auseinandersetzen zu können. Und heute Abend wollen wir, nachdem wir jetzt schon den Rückenschmerz bekämpft haben und jetzt eine unglaublich gute Nacht hatten von gestern auf heute, wollen wir uns heute dem widmen, wie wir auch insgesamt zufriedener werden mit unserem Stoffwechsel und was wir alles jetzt noch richtig machen können, bevor wir dann wieder zur Weihnachtsfüllerei übergehen. Wenn wir generell über die Ernährungsmedizin reden und die Ernährungswissenschaften, ist das leider ein sehr, sehr komplexes Feld. Und es gibt einen amerikanischen Kollegen, der immer sagt, die Ernährungswissenschaft ist so etwas wie die Chirurgie im 17. Jahrhundert. Das heißt, es ist eine relativ tolle Idee, aber an sich selber ausprobieren muss man es noch nicht. Weil die Ernährungsmedizin hat so unglaublich viele Bestandteile, dass eigentlich Wissenschaft nie wirklich gut sein kann. Wissenschaft ist immer dann richtig aussagekräftig und gut, wenn wir wenig Variablen haben, die wir beeinflussen wollen. Und nachdem aber in dem, was wir essen und trinken, so unglaublich viele Inhaltsstoffe drin sind, ist es schwer, das natürlich irgendwie zu kontrollieren. Aber mit kleinen Dingen wollen wir heute uns einmal mal auseinandersetzen. Und wir werden nie auf kurzem Zeitraum große Effekte erzielen, sondern es geht darum, zu lernen, Babyschritte in die richtige Richtung zu machen. Und beim Stoffwechsel geht es zunächst einmal darum, auch zu identifizieren, was sind vielleicht die Dummheiten, die ich im Alltag noch mache, die ich vielleicht lieber sein lasse. Und ich habe jetzt gerade einen schönen Selbstversuch gemacht. Ich habe jetzt versucht, über 3 Wochen jeden Abend 3 Tassen Glühwein zu nehmen und gucken, ob das meinem Stoffwechsel förderlich ist. Aber wie man sieht, hat das leider nicht so geklappt. Jetzt muss ich wieder doch irgendwie das nächste Ding angehen. Und es geht immer darum, einfach kleine Sachen auszuprobieren, entweder Sachen einfach weniger machen oder Sachen zusätzlich ergänzen zu unseren normalen alltäglichen Routinen. Und dann werden wir jeden Tag vielleicht 1% besser und über die Laufzeit von jetzt bis Ende des Jahres oder von jetzt vielleicht schon bis ins neue Jahr hinein, werden sich vielleicht tolle Dinge für euch ergeben. Metabolismus ist etwas, was jeden angeht, ne? Das heißt, wir wollen erstmal erarbeiten, weshalb ist das Thema relevant. Was muss ich grundlegend verstehen oder womit muss ich mich einmal auseinandergesetzt haben, damit ich heute Abend, morgen früh schon bessere Entscheidungen treffen kann? Und natürlich, was sind so Tipps und Tricks, wie ich das im Alltag unterbringen kann? Der Stoffwechsel ist ein wahnsinnig faszinierendes Konzept. Es ist der Motor unseres Lebens. Das heißt, wir nehmen Sachen aus der Umwelt auf, wir essen die und trinken die und schon wird daraus Energie in unserem Körper, was den Motor am Laufen hält. Und wenn wir bei diesem Beispiel des Motors einfach mal bleiben, möchte ich euch einladen, einfach mal einen Blick auf einen Parkplatz zu werfen. Heute ist der Parkplatz bei uns vom Questclub leider ziemlich leer. Wir warten auf euch, dass ihr wieder eure Autos auch da abstellt. Und diese Autos sind unglaublich unterschiedlich. Wir haben kleine Autos mit kleinen Motoren. Wir haben große Autos mit großen Motoren. Wir haben schnelle Sportwagen. Wir haben große Lieferwagen. Und all die, wenn man die an die Tankstelle fährt, tanken unterschiedlichen Sprit. Was euch aber die Ernährungswissenschaftler
vorlegen, ist, es gibt die eine Diät, die bei allen funktioniert. Und das ist natürlich Quatsch. Das würde bedeuten, ich würde allen draußen empfehlen, ihr müsstet nur noch Diesel tanken, weil das gerade einfach der effizienteste Kraftstoff ist. Und das ist natürlich Quatsch. Wir müssen zusehen, dass wir herausfinden, was ist der richtige Treibstoff, was ist das richtige Lebensmittel, die richtigen Getränke für unseren eigenen Körper. Und das ist ein lebenslanges Lernen, dass wir herausfinden, mit was unser Motor am besten funktioniert. Und manchmal werden wir feststellen, dass Sachen, die bisher gut funktioniert haben, wir vielleicht im Übermaß konsumiert hatten, dass unser körpereigenes Immunsystem mittlerweile auf die drauf springt und wir dann Sachen plötzlich nicht mehr vertragen. Eine der Klassiker ist zum Beispiel die Unverträglichkeit des Milchzuckers, die sich bei ganz vielen in der Bevölkerung im Erwachsenenalter ausbildet. Und so bei den Menschen über 40 kann man sagen, dass wahrscheinlich 40% von denen, die heute Abend zuschauen, schon leichte Anzeichen haben für eine Unverträglichkeit diesen Milchzuckers. Und genau das Gleiche haben wir für andere Nahrungsbestandteile und die populärsten Beispiele ist dann das Gluten, das Klebeeiweiß aus den Getreidesorten. Das, was faszinierend ist, ist, dass sich die Menschen, egal wo sie sich befinden, an ihre Umwelt angepasst haben. Und wir haben nicht den einen Stoffwechseltypen, es ist wie nicht die eine, den einen Ottomotor da draußen, sondern egal wo wir sind, wo wir als Mensch hingeschickt werden, passen wir uns nach und nach der Umgebung an und lernen uns auch den Ernährungsgewohnheiten anzupassen. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung stellt sich immer hin und sagt, so der Durchschnittsmensch braucht irgendwie 50-55% Kohlenhydrate, dann braucht er irgendwie 20% Eiweiße und dann den Rest der Fette. Dass aber der Mensch mit unterschiedlichen Zusammensetzungen unglaublich leistungsfähig sein kann, sehen wir bei den Naturvölkern, die sich anders entwickelt haben. Da wissen wir zum Beispiel, dass die Naturvölker, die im ewigen Eis leben, dass die unglaublich adaptiert sind auf Fettverbrennung und auch Fettzufuhr. Das heißt, bei denen ist ganz viel Nahrungsbestandteil Fette von den Tiefseefischen und den Robben, die da so futtern. Und dann die anderen Sachen sind, je nach Verfügbarkeit, sind dann einfach noch zusätzlich Eiweiß und Kohlenhydrate. Dagegen haben wir Naturvölker in Südamerika, die fast ausschließlich sich von Kohlenhydraten ernähren können. Das heißt, die haben Obst und Gemüse und die verschiedenen Getreidesorten, die Tag ein, Tag aus, drei Mahlzeiten am Tag konsumieren und Fleisch und Eiweiß und Fett einfach wenig verfügbar ist. Und deshalb haben die sich angepasst und sind damit total gesund und können alt und glücklich werden ohne Wohlstandserkrankung. Und dann haben wir Naturvölker in Afrika, die sehr adaptiert sind an Eiweiß und Fett und die jagen. Und immer wenn sie was zur Strecke gebracht haben, wird das dann im größeren Familien- und Sozialkreis dann auch konsumiert. Und die haben dann relativ viel Eiweiß und Fett in der Nahrung und weniger Kohlenhydrate, weil einfach in großen Teilen des Sommers in der Steppe nicht so viel wächst. Also man sieht, dass der Mensch überall leistungsfähig sein kann, wo er sich niedergelassen hat. Und was ist bei uns schiefgelaufen? Bei uns ist ja eigentlich alles im Überfluss immer verfügbar. Und es gibt einen amerikanischen Wissenschaftsjournalisten, den Gary Tubbs, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, in dem er alle Naturvölker auf dieser Welt beobachtet hat und immer versucht hat herauszufinden, ab welchem Zeitpunkt die Wohlstandserkrankungen Einzug gehalten haben. Und der hat halt gesehen, dass in dem Moment, wo Getreide gemahlen werden kann und vor allen Dingen haltbar gemacht werden kann, dass das einer der Tipping Points war, wo dann Gesellschaften krank geworden sind. In dem Moment, wo Zucker in ausreichenden Mengen und billig verfügbar war für die Bevölkerung, ist dann auch wieder die Stimmung gekippt und es werden Wohlstandserkrankungen gebildet, wie die ganzen Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen, Schlaganfälle, Herzinfarkte, Zuckererkrankungen bis hin zur Entstehung von bestimmten Krebsarten. Das, was noch nicht final geklärt ist, wo man aber immer auch diskutieren muss, ist einfach, in welchem Zusammenhang Milch gesehen werden muss. Denn Milch ist natürlich auch etwas, was so ein menschliches Phänomen ist, vor allem in der westlichen Welt, dass wir das einzige Lebewesen auf diesem Planeten sind, die nach dem Abschluss der Säuglingsphase weiterhin noch Milch konsumieren,
und dann auch noch von einer fremden Art. Das ist wenigen eigentlich klar zu erklären. Und ganz viele Menschen, zum Beispiel in Asien, vertragen das gar nicht. Und die sind so intolerant, dass die nicht auf die Idee kommen, so viele Milchprodukte zu konsumieren. Woran können wir denn jetzt sehen, ob unser Stoffwechsel funktioniert oder nicht funktioniert? Und da kann man natürlich unglaublich aufwendige Tests machen. Aber der banalste Test ist zunächst einmal, sich den Bauchumfang anzuschauen. Und es gibt so mittlerweile sogar den Begriff das metabolische Syndrom. Und das ist diese Zusammensetzung aus Fettstoffwechselstörung, Zuckerstoffwechselstörung und dann die Entstehung des Bluthochdrucks. Und alle drei sind ganz eng verbunden mit unserem Bauchumfang. Und wenn ihr also jetzt schon selber euch hinterfragen wollt, nehmt euch mal so ein Maßband, nehmt das direkt um den Bauchnabel herum und bei den Männern sollte das nicht mehr als 102 cm sein und bei den Damen nicht mehr als 92. Und mit jedem Zentimeter, der Bauchumfang anwächst, steigt unser Herz-Kreislauf- und Gefäßrisiko um über 10%. Die gute Nachricht ist, dass es ein komplett umkehrbares Problem ist. Das heißt, wenn ihr wieder die Übungen vom Questclub zu Hause nachmacht, dabei seid oder ihr dann wieder hierher kommen dürft, um mit uns gemeinsam Sport zu machen, ist mit jedem Zentimeter, wo der Bauchumfang schmilzt, geht auch gleichzeitig wieder euer Risiko für die Wohlstandserkrankung wunderbar nach unten. Das, was man im Körper nachverfolgen kann, sind diese 8 Basisfunktionen, die wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr immer unter eurer Haut stattfinden. Wir nehmen immer wieder Essen auf, um uns selber zu ersetzen. Das heißt, alle 10 Tage produziert der Körper eine neue Außenhaut. Alle 180 Tage produziert der Körper wieder neue rote Blutkörperchen. Alle 300 bis 500 Tage wird unsere Leber ersetzt. Gott sei Dank nach meinem Glühwein-Selbstexperiment. Und nach 6 bis 10 Jahren sind alle chemischen Elemente einmal in unserem Körper ausgetauscht. Selbst die Knochen sind einmal komplett ausgetauscht. Das heißt, alles, was wir heute essen und trinken, wird unser Körper und unsere Kopie der nächsten paar Jahre. Das, was wir aufnehmen, muss natürlich im Körper verteilt werden und dafür brauchen wir Transporter. Und das sind hauptsächlich Eiweiße, die diesen Transport für uns übernehmen und unser Blutfluss und unser Lymphfluss. Und dafür brauchen wir Bewegung. Die Körperabwehr, die erkennt, was gut und was schlecht ist für uns, die Freund- und Feinderkennung, sind auch Eiweiße, spezielle Funktionseiweiße, die diese Aufgabe übernehmen. Und dann haben wir die Aufnahme in unserem Körper, die entscheidet, was überhaupt rein kann. Und die Kalorien, die immer reinkommen, sind die aus den Kohlenhydraten. Dann haben wir die Eiweiße, können wir nur 30 Gramm pro Mahlzeit im Körper aufnehmen. Und bei den Fetten ist es ganz unterschiedlich von Mensch zu Mensch, wie viel Gramm denn überhaupt im Körper drin landen und was ansonsten als Stuhlgang oder Urin wieder ausgeschieden wird. Und die Sachen, die wir zwischendrin essen und trinken, entstehen manchmal auf dem Weg des Stoffwechsels auch Giftstoffe, die wieder entgiftet werden in der Leber und der Niere. Und dann müssen wir immer wissen, wie denn die einzelnen Körperareale miteinander zusammenarbeiten sollen. Und dafür gibt es Kommunikationswege. Wir haben einmal die klassischen Nervenstränge, aber dann gibt es auch ganz viele Informationen, die durch Hormone und Neurotransmitter von A nach B geschickt werden, sodass das Gehirn immer weiß, was in der Peripherie ist und die Peripherie dann auch machen kann, was das Gehirn denn so will oder was die autonomen Strukturen denn so machen. Am Ende des Tages soll aus diesem Gesamtkonzept und diesem Konzert der einzelnen Instrumente soll natürlich für uns ein Höchstmaß an Lebensenergie und Wohlbefinden bei rauskommen. Und dafür muss der Stoffwechsel ideal getaktet sein. Und das, was wir als allererstes annehmen müssen, ist, dass Essen nicht nur das Zählen von Kalorien ist und dass, wenn wir unseren Stoffwechsel optimieren wollen, dass das überhaupt nicht über den Weg des Kalorienzählen geht, sondern dass wir versuchen zu verstehen und in unseren Körper reinzuhören, welche Informationsketten denn mit diesen Nahrungsmitteln ausgelöst werden. Und das Banalste, was hängen bleibt,
ist, dass wenn wir Kohlenhydrate futtern, dass dann einer dieser Schalter umgelegt wird und ab diesem Zeitpunkt keine Fettverbrennung mehr stattfinden kann. Das heißt, eine der großen Informationsquellen für unseren Körper ist das Vorhandensein von Kohlenhydraten, denn sobald die im Mund drin landen, weiß das die Bauchspeicheldrüse, schüttet das Hormon Insulin aus und ab dann sind für mehrere Stunden jegliche Möglichkeiten für die Fettverbrennung total blockiert. Erst wenn wieder dann der Körper signalisiert, dass jetzt Energie wieder freigesetzt werden könnte, dann gibt es ein zweites Hormon aus der Bauchspeicheldrüse, das Glucagon, was dann aus der Fettzelle Energie mobilisiert und dem Körper bereitstellt. Und erst dann ist wirklich richtig Fettverbrennung möglich. Und das ist der erste Stoffwechselbooster, das Timing unserer Mahlzeiten, dass wir versuchen, große Pausen zu haben und vor allen Dingen eine Riesenpause zwischen Abendessen und Frühstück, damit der Stoffwechsel richtig geboostet werden kann und dann vielleicht sogar noch eine morgendliche Trainingseinheit nüchtern gemacht wird, dann brennt das Feuer so richtig und wir können unsere Fettreserven mobilisieren. Ich war am Wochenende gerade bei einem Workshop mit Eliteathleten und der amtierende Rekordhalter im Marathon in der Schweiz hat für diesen Stoffwechselboost hat er abends um 6 die letzte Mahlzeit gegessen, den ganzen Morgen dann erstmal gar nichts und ist morgens eine 40 Kilometer Laufeinheit gelaufen. Und das ist natürlich etwas, was ich euch nicht empfehlen werde, dass ihr das nachturnt. Aber allein dieses Grundverständnis, ich will ein langes Fenster schaffen, um meinen Stoffwechsel so zu beschleunigen, dass einfach kein störendes Insulin im Weg ist, ist eine total gute Strategie. Und das ist auch gleichzeitig das Grundgerüst dieser Tendenz des intermittierenden Fastens und schlank im Schlaf. Das, was wir haben beim Metabolismus ist, wir haben in diesen Trichter oben unser Magen-Darm-Trakt, kommt Essen, Trinken, bisschen Luft rein. Und was ein zweiter Stoffwechselbooster ist, neben dem Timing, ist der Faktor Licht. Wir brauchen als Mensch tatsächlich Lichtexposition von UVA, UVB-Wellen, damit unser Körper richtig funktioniert. Wir haben Lichtrezeptoren in der Haut, wir haben Lichtrezeptoren in den Augen und im Gehirn, die dann unsere Biorhythmik so takten, wie es eigentlich für uns an dem Ort, wo wir leben, ideal ist. Und da müssen wir wieder lernen, diesen rhythmischen Wechsel zwischen Licht und Dunkelheit uns anzueignen. Und wir sind viel zu oft einem viel zu grellen Licht der ganzen smarten Devices ausgesetzt, von unseren unglaublich tollen Fernsehern ausgesetzt und die so ein bisschen unsere innere Uhr zur Verwirrung bringen. Wir müssen wieder mehr lernen, natürliche Rhythmen einzuhalten, was Licht und Dunkelheit angeht und da auch im Idealfall schon ab 20.30 Uhr, 21 Uhr langsam das Umgebungslicht reduzieren und dann auch ungefähr 90 Minuten, bevor wir dann richtig gut tief wegschlafen wollen, langsam auch die Mattscheiben ausschalten. Im Körper selber machen dann vor allem die Hormone, Glucagon, Insulin, hatte ich gerade schon erwähnt, ihren Job. Dann haben wir den Magen-Darm-Trakt, der für die Verdauung zuständig ist und auch 98% der Keime, die in unserem Magen-Darm-Trakt zu Hause sind, leben mit diesem Licht- und Dunkelrhythmus. Das heißt, auch die haben eine innere Uhr eingebaut bekommen und machen das im Idealfall ihren Job zu Tageszeiten. Das ist ganz spannend, wenn wir Nachteulen haben, die meinen, spät am Abend noch mal was essen zu müssen. Das ist einer der größten lähmenden Effekte für unseren Stoffwechsel. Das heißt, in dem Moment, wo draußen die Sonne untergeht, sollte dann auch langsam die Nahrungsaufnahme eingeschränkt werden. Denn interessanterweise ist unsere Bauchspeicheldrüse nach Sonnenuntergang gar nicht mehr so super darauf eingestellt, größere Mengen an Nahrung zu verwerten. Das geht meistens in die Hose bzw. landet dann an den Rettungsringen.
Und dann haben wir natürlich noch eine Grundmöglichkeit, unseren Stoffwechsel zu boosten, und das ist einfach das Vorhandensein von Muskelmasse. Jedes Gramm Muskelmasse ist ein Stoffwechselbooster, denn wir verbrennen einen Großteil unserer Energie einfach nur dadurch, dass wir am Leben sind. Wenn man so sagt, was ist der Unterschied zwischen Grundumsatz und dann dem Arbeitsumsatz, ist, der Mensch verbraucht ungefähr das 17- bis 20-fache von seinem Körpergewicht an Kalorien. Einfach nur dadurch, dass ich hier stumpf in der Ecke sitze und chille. Und das ist bei ganz vielen, bei mir ist das zum Beispiel zwischen 1500 und 1800 Kalorien, einfach nur durch Leben und dann durch die Bewegungseinheiten, die ich dann noch mache, durch den Sport, den ich dann noch mache, kann ich vielleicht noch mal an einem guten Tag 1000, vielleicht auch noch 1500 Kalorien da drauf packen. Aber da muss ich schon eine ganze Menge trainieren. Und diese Zeit haben wir im Alltag und vor allem jetzt im Homeoffice haben wir das wieder nicht. Deshalb müssen wir also zusehen, dass wir so viel wie möglich unseren Stoffwechsel optimieren, indem wir immer mal wieder einen Kraftreiz setzen. Denn jedes Gramm Kraft führt dazu, dass wir wieder ein paar Schluck Glühwein mehr trinken können. Am Ende des Tages bleibt über ein bisschen CO2, was wir ausatmen, ein bisschen Wasser, was wir ausschwitzen und auspieseln, und dann haben wir ein bisschen Stuhlgang und dann ist eigentlich Stoffwechsel schon erledigt. Wie kann man sich jetzt entlanghangeln? Wir haben 5 große Schlüssel-Schloss-Prinzipien. Das erste ist einfach der Umgang mit den Makronährstoffen. Makronährstoffe sind Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette und in der Weihnachtszeit und im Homeoffice Alkohol. Kohlenhydrate und Eiweiße haben ungefähr 4 Kalorien pro Gramm Lebensmittel. Fette haben fast doppelt so viel mit ungefähr 9 Kilokalorien pro Gramm. Und dann noch der Alkohol liegt so ein bisschen dazwischen mit 7 Kalorien pro Gramm. Dann schauen wir, was ist noch drin im Essen und Trinken. Das sind die Mikronährstoffe. Das ist alles das, was uns keine Energie beschert, aber wichtig ist für unseren Stoffwechsel. Das heißt, das sind so die ganzen Spurenelemente wie Zink, Magnesium, Selen. Dann haben wir die Vitamine, die wir brauchen, oftmals als Katalysatoren für bestimmte Stoffwechselprozesse. Und da kann man dann auch gucken, wie die Farbenvielfalt da eine Rolle spielt. Denn es gibt dann noch zusätzlich zu den Vitaminen und Spurenelementen und Mineralstoffen haben wir die sekundären Pflanzenstoffe. Das sind die Sachen, die oftmals als Radikalfänger sind. Das sind die guten Bestandteile in den Weintrauben, die dann auch noch im Rotwein zu finden sind. Dann haben wir immer das Spiel der Bioverfügbarkeit. Von was? Was von dem, was wir denn essen und trinken, landet überhaupt im Körper drin und kann verwertet werden? Und was ist einfach später nur teurer Urin oder teurer Stuhlgang? Da müssen wir auch rumexperimentieren, was vertrage ich denn überhaupt und was kommt bei mir im Körper an? Vor allen Dingen das Vertragen ist eine große Rolle. Ich kann jetzt noch jedem erzählen, dass er 28 Kiwis essen soll. Wenn ich die aber nicht vertrage, hilft es mir kein Stück weiter und ich schieße mir nur ins Knie. Daher, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich ein Lebensmittel vertrage, schaue ich einfach in Ruhe sitzend mal auf meinen Ruhepuls. Und wenn der Puls in Ruhe beim Konsumieren der Lebensmittel um so 15 Schläge ansteigt, dann ist meistens was im Busch, dann vertrage ich das nicht. Oder wenn ich sehe, dass meine Haut reagiert, dann ist auch etwas so, dass ich dann lieber die Finger davon lasse. Timing hatten wir schon angesprochen. Wir versuchen, die Mahlzeiten so zu takten, dass ich idealerweise größere Fenster habe, wo kein Insulin ausgeschüttet wird, damit der Stoffwechsel auf maximaler Flamme arbeiten kann. Wie kriegen wir jetzt die Orientierung hin? Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, grob Orientierung Nummer 1, Stoffwechsel intakt, ja oder nein, der Bauchumfang. Was habe ich jetzt noch für Möglichkeiten, mich zu orientieren? Mein Lieblingssystemcheck ist ein bisschen aufwendiger, aber fragt euch doch mal selber, wo ihr bei diesen 5 Merkmalen steht. Nummer 1, wie sieht eure Haut aus? Beim Tier, im Tierreich, weiß man, ob ein Hund gesund ist, eine Katze gesund ist oder ein Pferd gesund ist, wenn man sich die Haare anschaut. Wenn das Fell glänzt, ist das Tier meistens gesund. Haare anzuschauen, bei mir ist eher irgendwie verlorene Lebenszeit, aber man kann an die Haut schauen. Und wenn die Haut rein ist, wenn die glatt ist,
wenn die glänzt, dann ist eigentlich mit dem Stoffwechsel erstmal per se alles in Ordnung. Beim Stuhlgang. Wir sollten täglich Stuhlgang haben. Und das ist wie auch bei den Unternehmensberatern, da wird man zum Schluss bewertet, was am Ende bei rauskommt. Deshalb müssen wir uns auch gleich auch nochmal Stuhlgang anschauen, um zu erkennen, ist denn mein Stuhlgang okay oder nicht? Denn das ist meistens so ein etwas ein komisches Thema, was immer verschwiegen wird, aber es macht total Sinn, das einmal kurz zu erklären. Wenn wir unsere Ernährungsweise geändert haben, muss am Ende des Tages die gleiche Leistung bei rauskommen oder sogar ein Leistungsplus resultieren. Wenn ich merke, dass ich mit dieser geänderten Lebensweise plötzlich weniger Leistung erbringen kann, dann macht es keinen Sinn, dann ist es nicht für mich geeignet. Wenn es mir auf die Laune schlägt, wenn ich plötzlich gereizter bin oder depressiver bin, ist das auch etwas, was sich nicht für mich eignet, denn 70% unserer Wohlfühl-Neurotransmitter, die Happiness-Hormone, werden nämlich im Magen-Darm-Trakt gebildet. Und wenn ich dann merke, dass diese Lebensfreude nicht da ist, dann bringt die beste Diät mich nicht weiter. Der letzte Punkt, hatten wir auch letzte Woche schon angesprochen, ist das Thema Schlaf. Wenn ich Nahrungsmittel zu mir nehme und ich dann feststelle, dass mein Schlaf sich dadurch verändert, dass ich entweder mehr Schlaf brauche oder die Qualität schlechter ist, dann ist es wahrscheinlich auch nicht dafür geeignet. Und das haben wir oftmals, dass Menschen, wenn sie meinen, sie sind mit ihrem Körper nicht zufrieden, dann essen sie abends größere Mengen Salat. Und Rohkost ist für viele erst einmal gar nicht so gut geeignet als Nahrungsmittel, weil es schwerer im Magen liegt, der Körper härter arbeiten muss, um es zu verdauen. Und das Gleiche sehen wir auch bei Hühnchenfleisch am Abend. Manchmal ist es einfach nur das falsche Lebensmittel zum falschen Zeitpunkt, was mir dann den Stoffwechsel so ein bisschen zerschießt. Und da kann man viel durch Experimentieren und vor allen Dingen viel durch Dokumentieren dann besser machen. Das ist die sogenannte Bristol Stool Chart. Und die meisten haben wahrscheinlich gar keine Ahnung, was jetzt ein guter Stuhlgang ist. Denn in der Natur sieht man ja so ziemlich alles. Wir haben einmal oben vom Hasen und vom Schaf bis unten bis zur Kuh. Aber was ist denn für den Mensch ein gesunder Stuhlgang? Und da könnt ihr auch gerne bei Instagram und bei Facebook im Kommentarfeld einfach mal die Zahlen niederschreiben, was ihr denn glaubt, was gesund wäre. Und die Auflösung ist, beim Menschen ist nur das Endresultat 3 oder 4 ein akzeptabler Stuhlgang. Wenn ihr regelmäßig irgendwo bei 1 oder 2 seid, dann trinkt ihr viel zu wenig. Dann kann euer Stoffwechsel nicht funktionieren, weil zu wenig Flüssigkeit im Tank ist. Er müsste kühler Flüssigkeit nachschieben. Und wenn ihr in den Bereichen 5, 6 und 7 seid, dann habt ihr irgendwo im Magen-Darm-Trakt einen kleinen entzündlichen Prozess. Oder eure Darmflora ist überhaupt nicht angepasst an das, was ihr so vorhabt. Und dann muss man lange rumexperimentieren, bis man das wieder in den Griff kriegt. Aber wirklich akzeptabel ist nur dieser Teilbereich 3 und 4. Wenn wir dann mehr machen wollen, dann schauen wir uns noch einmal die Blutergebnisse an. Und um erstmal rauszufinden, was ist denn mit meinem Fettstoffwechsel, ist denn da der Stoffwechsel okay, schauen wir natürlich auf das Cholesterin. Wobei, da ich immer entspannter werde, je älter ich werde. Und mein Hauptmarker ist zunächst einmal die Triglyceride, das sind die Neutralfette. Das ist alles das, was vom Essen und Trinken im Körper noch umherrscht wird. Und der normale Richtwert ist alles, was kleiner 150 Milligramm pro Deziliter sind, ist okay. In der deutschen Literatur, ich selber sage, nur bis 100 ist das okay. Und dann glaube ich, dass man so im Einklang ist mit Zuckerstoffwechsel und Fettstoffwechsel. Und im Idealfall versuche ich, meine Klienten in diesem Bereich unter 100 oder unter 110 zu bringen. Dann glaube ich, dass es dem Körper insgesamt etwas besser geht. Wenn man dann herausfinden möchte, was ich denn vertrage und nicht vertrage, kann man auch gern bei uns so einen Allergentest machen. Wir haben ein Partnerlabor in Berlin, Lykon, und da kriegen wir die klassischen 100 Allergene einfach ausgelesen, damit wir wissen, was können wir ein bisschen mehr und was sollten wir vielleicht lieber ein bisschen weniger essen.
Mittlerweile sind auch die Gene gut verstanden, dass man auch weiß, was für ein Stoffwechseltyp man ist. Es gibt so drei große Gruppen an Stoffwechseltypen in der Gesellschaft in Deutschland. Und das sind eine kleine Gruppe, die sind sehr kohlenhydratdominant, wie die Einwohner in Südamerika. Dann haben wir die große Gruppe in der Mitte, die können sowohl mit größeren Mengen Eiweiß, aber auch mit größeren Mengen an Kohlenhydraten gut durch den Tag kommen. Und die dritte Gruppe, die auch so ungefähr 20-25% in der Bevölkerung sind, das sind die, die eigentlich besser performen können mit mehr Anteilen von den Eiweißen. Und wenn man jetzt noch nicht bereit ist, dafür Geld auszugeben, dann kann man das Selbstexperiment machen, eine Woche lang morgens starten mit irgendwie Müsli und Obst und Joghurt und dann einfach immer 90 Minuten später dokumentieren, wie geht's mir, wie ist mein Konzentrationslevel, wie ist mein Wohlbefinden und wie ist mein Hungerlevel und einfach mal über die Woche dokumentieren und die zweite Woche einfach stumpf jeden Morgen 3 Eier in die Pfanne hauen oder kochen oder rühren und dann einfach wieder 90 Minuten später evaluieren, wie geht es mir damit, wie ist meine Laune, wie ist mein Hungerlevel. Und dann kann ich schon relativ gut erkennen, welcher Stoffwechseltyp ich bin und womit ich eigentlich in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht ein bisschen besser zurechtkomme. Welche Boostermöglichkeiten habe ich? Im Idealfall direkt nach dem Aufstehen, auch wenn es gerade noch draußen bedeckt ist, früh versuchen, Licht zu tanken. Und zwar einfach rausgehen und gucken, ob man irgendwo ein bisschen Sonnenlicht kriegt. Wenn man viel in geschlossenen Räumen ist, dann lohnt sich vielleicht die Investition in eine Tageslichtlampe, damit der Körper immer mal wieder diese Exposition kriegt zu den Lichtquellen, damit der Stoffwechsel richtig gut funktionieren kann. Training habt ihr jetzt hier wirklich, auch wenn der Club geschlossen ist, genug Möglichkeiten, hier mitzumachen. Und wenn ihr keine Zeit habt oder die Möglichkeit habt, ein ganzes Workout mitzumachen, dann sucht euch kleine Bewegungsfenster für kleine Stoffwechselbooster und es reichen 30 Sekunden Hampelmänner machen. Es reichen 20 Kniebeugen. Es reichen 10 Liegestütze. Immer mal wieder kurze, intensive, knackige Sachen, damit wir in Atmung und Puls kommen. Bei den Frauen ein Touchy-Thema ist auch der Vorhandensein des Eisenspeichers, des Ferritin, denn mit dem Menstruationszyklus geht immer mal wieder ein bisschen Eisen verloren, was für den Stoffwechsel natürlich schlecht ist. Und da wollen wir mal zusehen, dass der Eisenspeicher einigermaßen voll ist, damit der Stoffwechsel 100% funktionieren kann. Wenn man mal so ein kleines Loch hat, so ein Leistungsloch, dann ist das völlig normal und dann kann man mal schauen, mit welchen Atemübungen ich aus diesem Leistungsloch wieder rauskomme. Und vielleicht hat der ein oder andere schon mal von Wim Hof gehört, dem holländischen Iceman. Der hat so eine ganz spannende Hyperventilationsatmung ausgetestet. Und wer das mal gerne ausprobieren möchte, den lade ich ein, das mal zu googeln. Das ist ein super Ding. Ganz spannende Selbsterfahrung. Und jetzt gibt es keine Ausreden mehr, nicht auch den Schlaf für uns als Stoffwechselbooster zu nutzen. Guckt also, dass ihr jetzt gerade in diesen Homeoffice-Zeiten und im Lockdown auf mindestens 6 Stunden unter der Woche kommt, lieber 7,5 Stunden und dann auch noch das Fenster nutzt, mit dem späten Frühstück in den Tag starten und dann wird es alles gut. Was haben wir von den Spitzensportlern gelernt, mit denen wir die letzten Jahre gearbeitet haben? Achtet darauf, dass ihr immer Wasser an Bord habt. Mittags solltet ihr in der Lage sein, einen klaren, durchsichtigen Urin zu produzieren. Wenn wir denken, wir müssten unseren Stoffwechsel boosten, müssen wir auch vielleicht mehr Obst essen und das ist meistens überbewertet. Diese ganzen Superfruits und sowas könnt ihr gerne die Finger von lassen. Ihr kriegt genug tolle Mikronährstoffe, genug Vitamine auch aus dem Gemüse mit weniger Fruchtzuckerlast und weniger Störung für unseren Stoffwechsel. Und die Lebenseinstellung, das Leben ist kein Marathon, sondern wir haben eine Aneinanderreihung von Sprints und wir leben immer in dieser Sinuswelle. Alle 90 Minuten macht unser Körper irgendwelche Wechsel durch und wir sind dann viel nachhaltiger leistungsfähig, wenn wir uns an diesem rhythmischen Wechsel so langsam entlanghangeln. Bezüglich Trinken
jetzt auch im Homeoffice, wenn es da nicht so warm ist, vergessen wir oft das Trinken. Versucht wirklich mindestens einen Liter Wasser während der Arbeitszeit zu trinken. Stellt euch eine Flasche an den Schreibtisch und die muss am Ende des Tages leer sein. Wir sagen als Faustformel ungefähr 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht über den Tag verteilt. Da zählt aber auch jede Tasse Kaffee dazu, da zählt jedes Stück Obst, jedes Stück Gemüse dazu, weil das ja auch ganz viel Wasser noch enthält. Früchte, wie gesagt, gerne auch mal die Finger von lassen. Der Körper ist genug ausgesetzt, was Fruchtzucker angeht, und probiert lieber mal auch, welche Gemüsesorten ihr vielleicht zu wenig esst über das Jahr verteilt, und lernt dieses Oszillieren, dass ihr nicht das Gefühl habt, ihr steht ständig in diesem Hamsterrad oder auf dem Marathonlauf, sondern guckt lieber, dass ihr euch so Höhepunkte raussucht am Laufe des Tages und dann gezielte Sprints macht. Das Timing jetzt auch für das Homeoffice ist ganz spannend. Ihr könnt euren Stoffwechsel und auch das intermittierende Fasten halten, wenn ihr einfach schwarzen Kaffee trinkt oder einfach schwarzen Tee. Auch gerade so haben wir so nach so 2-3 Stunden nach Sonnenaufgang schon mal das erste kleine Leistungsloch und das kriegt man mit Koffein gut weggepuffert. Dann kann man gerne einfach mal so gegen 10.30 Uhr einen kleinen Snack machen und dann haben die meisten schon, wenn sie abends zwischen 6 und 7 ihr Abendessen gegessen haben, dann haben wir hier schon ein ausreichend langes Zeitfenster, dass wir so 10, 13 Stunden intermittierendes Fasten gemacht haben und dann haben sich tatsächlich Blutzuckerspiegel, Fettsäuren im Körper verändert und das ist sogar ein Trigger für unser Immunsystem. Dann in der Mittagspause irgendwas essen, danach nochmal kurz bewegen, nochmal raus an die Sonne und vielleicht einen kurzen Powernap machen und nachmittags dann bitte keinen Kaffee mehr trinken. Denn gerade wenn wir nachmittags nach 14 Uhr nochmal Kaffee trinken, dann ist meistens die Schlafqualität im Laufe der Nacht etwas schlechter. Wenn wir jetzt gucken, Bewegung und Training, auch fernab des Questclubs, achtet darauf, nicht zu viel zu sitzen, stellt euch einen Wecker, alle 60, 90 Minuten einmal kurz aufstehen. Auch wenn ihr jetzt viele Videokonferenzen macht, wenn ihr viele Telefonate machen müsst, steht immer mal zwischendrin auf und guckt, bei welchen Telefonaten ist es möglich, einfach umherzugehen oder bei welchen Videokonferenzen kann ich das auch beim Spazierengehen machen. Damit wir nicht unglücklich werden jetzt hier im Lockdown, müssen wir mindestens 5.800 Schritte am Tag uns fortbewegen. Und nutzt die Möglichkeiten eures Smartphones oder der Smartwatch und der Wearables, damit ihr mal so einen Überblick bekommt, wie viel bewegt ihr euch denn noch überhaupt im Lockdown. Damit wir unseren Herz-Kreislauf- und Gefäßsystem am Laufen halten, damit die Pumpe und der Motor weiter richtig läuft, sollten wir einmal die Woche 4 Sprints, a 15 Sekunden, egal was machen, Treppe hochsprinten, auf der Ebene sprinten, Rudergerät nutzen, Fahrrad nutzen, vielleicht im Schwimmbad, wenn wir da irgendwann jemals wieder hin dürfen. Es geht darum, wirklich den Körper einmal ans Limit zu bringen, 15 Sekunden, danach eine kurze Pause machen, dann das Gleiche wiederholen und es reichen wirklich 4x15 Sekunden, damit unser Herz-Kreislauf- und Gefäßsystem weiter vital bleibt. Und Training ist dann alles, was hier ist, wo wir euch dabei helfen, gezielt Schwachstellen eures Bewegungsapparates abzubauen oder nochmal in anderen Bereichen an die Grenzen zu gehen, damit euer Stoffwechsel noch besser gefördert wird. 3 Grundregeln möchte ich euch noch mitgeben. Jetzt für die Zeit, auch im Lockdown. Es gibt keine Ausrede, dort, wo wir unser Auto zum Kraftstofftanken hinbringen, dass wir da Lebensmittel kaufen. Ihr solltet niemals an der Tanke Lebensmittel kaufen. Punkt. Denn wenn man mal so schaut, was da verfügbar ist, hat das alles ein unglaublich langes Haltbarkeitsdatum. Und die Grundregel lautet: Je länger das Haltbarkeitsdatum auf dem Lebensmittel ist, desto kürzer wird euer Leben sein. Nummer 2. Essen und Trinken ist wahnsinnig schön. Und es ist alles erlaubt. Aber es gibt eine 80-20-Regel. 80% der Zeit versuche ich einigermaßen gesundheitsorientiert zu leben. Und 20% der Zeit genieße ich das Leben aus vollen Zügen. Und 80% der Zeit trinke ich einfach nur Wasser, ungesüßten Tee, schwarzen Kaffee und
für das Lebensqualitätsplus ist es wurscht, was ich dann trinke. Wenn ich lieber Cola trinke, dann trinke ich Cola. Wenn ich lieber einen Rotwein trinke, trinke ich einen Rotwein. Wenn ich einen Schluck Bier trinke, trinke ich einen Schluck Bier. Egal was. Das, was euch die meiste Lebensqualität beschert, aber versucht, so nüchtern wie möglich zu sein, wenn ihr dann ins Bett wollt. Und das schönste Bild, schaut mal in euren Kühlschrank rein und guckt mal, wie viele Farben des Regenbogens da dann drin sind. Denn für eine Woche Homeoffice, für eine Woche guten Stoffwechsel, für eine Woche voller Lebensqualität brauchen wir alle Farben des Regenbogens. Also macht mal im Familienkreis Stadtland-Fluss spielen mit Regenbogenfarben, schaut, welche Lebensmittel passen denn wohin und was ist vielleicht bisher unterrepräsentiert in eurem Routine-Essensplan. Und dann gehen wir gestärkt da raus. Lasst die gesüßten Getränke einfach mal gesüßte Getränke sein. Könnt ihr abends als Lebensqualitätsplus nehmen, aber nicht tagsüber. Und dann geht ihr gestärkt aus dem Lockdown hinaus und wir freuen uns darauf, euch wieder hier auch im Club begrüßen zu dürfen. Und ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit und lasst die Plätzchen auch mal Plätzchen sein und den Glühwein einmal Glühwein sein. Es wird eine schöne Weihnacht. Schönen Abend.